Hallo und herzlich willkommen zu dem Let's Play von Dungeon Defenders. Michael und ich haben es uns jetzt gerade eben mal gekauft und wollten mal ausprobieren, wie es so ist. Haben relativ gute Kommentare darüber gelesen und ja, probieren es einfach mal aus. Hallo. Ah. So. Am Anfang des Spiels sind wir in so einer Taverne. Das ist so eine Art Laderaum oder keine Ahnung. Hier beim Wirt kann man sich Gegenstände kaufen und Pets, glaube ich, Tiere, Begleiter, keine Ahnung. Hier die Verteidigerschmiede, da kann man, hat man Zugriff auf seine Items, wie so eine Art Schatzkiste. Ja. Okay, ja, gut, legen wir mal beim ersten Level los. Das wäre dann der tiefe Schacht. Soll ich ein bisschen schwerer machen oder mittel? Lass mal mittel. Na gut, na gut. So. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Tutorial ist an. Oh, Video. Nee, das Tutorial ist nicht an. Das Spiel ist halt eine Mischung aus Rollenspiel und Tower Defense. Ja, psst, Video. Der spricht doch eh Englisch. Ja, und? In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the old ones inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Bored with their dreary duties, and imagining action and adventure, the people also, die Kinder von den Helden. An ancient force that has long been dormant. Now these heroes in training will have to grow up quickly. Together they will defend the Eternia crystals against those who would seek to resurrect the ancient evils. Irgendwie kommt mir Eternia bekannt vor. Ist das nicht von He-Man? Ja. Oder? Das ist doch auch Eternia. Ich glaube irgendwas in der Richtung, ja, so ähnlich hat's geklungen. So, Wille 1. Also wir müssen jetzt hier so eine Art Verteidigung... Achso, erstmal aufleveln. Ja, was mache ich denn? Ich glaube, ich mache wieder alles auf Schaden. Also ich habe Angriffstürme, deswegen werde ich mal Türme bauen, die mehr Grundschaden machen von Anfang an. Steffen, wir haben alle Türme. Wie gesagt, das ist eine Mischung aus Rollenspiel und Tower Defense. Man kann halt also seinen eigenen Charakter hier ausbessern und die Türme kann man hier ausbessern. Genauso wie Widerstände kann man machen für was ist das, Schaden, ja, aber nicht Feuerschaden, Widerstand, Blitz und Gift. Aber nicht bitte? Jeder Turm hat, nicht jeder Charakter hat die gleichen Türme. Genau, aber das, was du ja levelst, ist ja nur der Grundschaden, hochdingsen. Schaden plus ein. Ja gut, aber es hat nicht jeder Angriffstürme, das meine ich damit. Was hab ich denn? Magie-Geschossturm. Ah, ja, den habe ich auch. Jetzt haben wir wahrscheinlich so eine Art die gleichen... Ja. Türme. Ich überlege... Ne, wir haben noch gar keine Diamanten, aber das sind Kisten, oder? Ja, ja, hier sind Kisten. Also ich habe jetzt zwei Türme aufgebaut. Die anderen zwei Kisten kannst du dir nehmen. Ja. Ich will halt anfangs nicht unbedingt Verteidigung aufbauen. Weil anfangs sind die Gegner auch ganz leicht. Ich mache mir das Mana kann ich mir auf die Bank legen, damit ich später Items kaufen kann. Wie geht das nochmal? Oh, man kann es gar nicht machen. Hier wäre normalerweise ein Knopf, um sein Mana zu übertragen. Geht wahrscheinlich erst später. Naja, okay. Dann baue ich mal auch sowas. Lass mir da hinten diesen einen Mana-Stein noch. Den brauche ich. Dann kann ich noch einen Turm bauen. Also man muss halt auf jeden Fall diese Kristalle einsammeln, um Mana zu bekommen. Mana braucht man, um solche komischen Türme zu bauen. Genau. Wie gesagt, jeder Charakter hat irgendwie andere Türme. Jetzt habe ich kein Mana mehr. War da nicht noch eine Kiste? Ja, die hast du liegen lassen, die habe ich mir genommen. Ja, okay. Um eine Welle zu starten, muss man oben auf den Kristall da draufklicken. Hast du schon gestellt? Nee. Ich denke mal so wie bei Dungeons und Dungeon Keeper, so eine Art Herz, wo die Gegner hinrennen wollen. So. Man muss immer warten, bis die Gegner aus diesem violetten Bereich rauskommen, bevor man sie angreifen kann.
vorher machen die halt keinen Schaden. Also wir machen keinen Schaden. Hammer. Kann ich dir eigentlich auch Schaden machen? Nee, ich glaube nicht. So, erste Welle beendet. Anfangs noch relativ einfach. Ist halt mehr so zur Einführung. Ja, und nach jeder Welle kommen halt hier neue Kisten. So, jetzt habe ich auch ein Level abbekommen. Ich auch. Ich glaube, ich mache weiter. Nee, obwohl Schaden macht keinen Sinn. Ich mache wieder erhöhten Schaden auf die Türme. Aber wenn ich hier Schaden levele, oder wie heißt das, dazu mache, das ist eigentlich nur physischer Schaden. Ich bin aber Zauberer. Macht das dann Sinn? Ja, aber meine Türme machen ja auch guten Schaden. Ich muss ja auch später mal meine Türme alleine lassen können. Dann mache ich auch lieber auf Türme. Schließen. Angriffsrad. Finde ich auch gut. So. Oh, jetzt kommen hier auch Gegner. Oh, ich habe Handschuhe gefunden. Hier habe ich noch eine Kiste. Aber erstmal gucken. Man kann auch seine Türme irgendwie aufwerten, aber erst mit 100 Mana. So viel habe ich noch nicht. Schade. Muss ich erst noch aufleveln. So, Turm. Baue ich hier mal noch einen Turm hin? Ich auch. Ich hoffe, es reicht für noch einen Turm. Ich habe hier noch eine Kiste, in der ich noch nicht war. Ich kann noch einen Turm bauen. Ich habe gerade einen Zauberstab bekommen. Gegenstände, die man bekommen hat, kann man halt nicht irgendwie sofort anlegen. Man muss immer wieder hier zur Verteidigungsschmiede in die Itembox. Was haben wir hier? Wenn der grüne Daumen nach oben zeigt, heißt das, das ist besser als das, was man vorher hatte. Kann ich schon anziehen? Nee, benötigt Stufe 3. Toll. Ich guck gerade mal. Aber ich kann meine Rüstung tauschen hier. So, ich kann keine Items von dir bekommen, ne? Ich weiß es, ich glaube nicht. Schwert brauche ich nicht. Ich habe hier irgendwie noch ziemlich viele Sachen in diesem Dings drin. In dieser Itembox. Ja, wahrscheinlich von gestern, weil wir gestern ja schon ein bisschen gespielt haben. Ja gut, 5 Minuten zum Antesten. Ja. Toll. 5 Minuten, ey. Ja gut, dann halt eine Viertelstunde, halbe Stunde, keine Ahnung wie lang. Aber ich kann hier dann alles hier nehmen, so wie es ausschaut. Gibt's oben noch Kisten? Nee. Komisch. No. Ich habe gedacht, ich hätte alles weggemacht. Ja, dann. Gut, aber hier die Handschuhe habe ich eben aufgehoben. Oder waren das hier die? Starte mal die zweite Welle. Ja, dem Held geben. So, jetzt gucke ich gerade noch mal eben schnell. Nee, hier bin ich nicht hin. Du guckst da. So, Handschuhe habe ich an. Perfekt. Hier sieht man auch, wie weit meine Experience sind. 2, 3, 4, 5. Wieso konntest du schon so viele bauen? Weil ich Mana aufgehoben habe von Gegnern und von den Truhen. Die kommen schon. Ja, ich weiß, weil ich gerade den Kopf gedrückt habe. Die kommen! Ja, ja, ja. Also, die fand ich, als ich gestern mit dem Krieger getestet habe, fand ich sie ein bisschen besser. Ja, der Krieger ist halt Nahkampf. Meine Türme stärker als mein Zauber, den ich da habe. Merkst du was? Deswegen habe ich auch die Türme gelevelt. Habe ich Level up? Ja, habe ich. Sehr schön. Oh, ich auch. Ein Punkt dann auf Angriff. Ich das wieder auf Schaden. Ein auf Rate. So, jetzt habe ich immer noch nicht genug Mana, um die Tower zu leveln. Schade. Ich habe mal eine Frage. Ja? Wenn ich jetzt auf Türme gehe und auf Grundschaden, steht da Held plus 2, Ausrüstung plus 1. Was heißt das?
Oh, warte. Wo bist du drauf? Ah ja, da wo du die Punkte verteilen kannst. Ja. Wenn du ja mit der Maus über was gehst, dann steht da nicht nur der Schaden, sondern auch Held plus 1 oder Ausrüstung plus 1. Da kriegt man noch andere Punkte irgendwie dazu. Irgendwie. Jetzt habe ich bei meinem Leben plus 1 gemacht und habe insgesamt plus 2 bekommen. Ah, kann es sein, dass ich irgendein Item anhab, der mir was zusätzlich gibt? Das. Ich glaube. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe irgend so ein magisches Item. Nee, gar nicht so. Auf was drücke ich denn? Stufe 1 von 3. Was macht das? Keine Ahnung. Da. Ja, gut. Ich will. Was bauen. Also, rechts oben sieht man Abwehreinheiten. Wenn ich die voll hab, dann kann ich keine Türme mehr bauen. Wie kann man denn. Hier steht, wenn du auf I gehst, rechts hast du ja das Inventar. Da kann man anscheinend seine Items aufwerten. 1 von 4, 1 von 6 steht ja. Ja, aber wahrscheinlich dann im Menü. Wenn du später da in dieses Menü reingehst, weißt du, was ich meine? Nee. Da bei dem Schmied. Ach, beim Schmied. Ja. Aber nicht hier, sondern in der Taverne. Ja, genau, Taverne. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Ich glaube, da kann man das dann aufwerten. Dem Helden geben. Und ich guck mal nach. Verkauf. Ups. Add Update Item on DefenderStore.com? Nee, hä? Was? Oder man muss sich wirklich kaufen, das kann auch sein. Das wird ja auch gerne gemacht bei solchen Spielen, dass man irgendwie jeden Scheiß kaufen muss. Kisten sind noch ein paar da. Dann gehe ich mal kurz zu den Kisten. Danke, Steffen. Was denn? Toll. Du hast da drüben deine Kisten, ich habe hier meine. Wow. Da drüben, geradeaus! Puh! Stab. Oh, ein Zauberstab. Du hast schon einen, ne? Danke, dass du mir den wegschnappst. Nee. Was, nee? Lass mal die Kristalle da liegen. Nicht auf. Mach ich doch gar nicht. Weil? Dann zahle ich das mal an die Bank ein. Und heb die dann auf. So. Ich will nämlich ein bisschen Geld sparen, damit ich mir so ein Pet holen kann später. Ja, ja. Also ich bin bereit. Ja, warte mal. Dings kann man noch nicht machen. Das kann ich. Oh, ich kann. Magieblockade, was ist das? Blockiert Feinde und hebt auf magische Weise die elementaren Attribute aller Kreaturen. Nö, nö. Nee, da will ich es nicht hinbauen. Ja, machen wir es da. Ja gut, ich vercheck mal hier den ganzen Scheiß, den ich schon im Inventar habe, weil ist ja jetzt nicht von diesem Spiel. Ja. Gut, dann starten wir mal die nächste Welle. Welle 3 von 5. Achso, du hast schon gestartet. Sag das doch. So, jetzt kommen auch die ersten Trolle. Oh, 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 wir haben vergessen. Oben kommen jetzt die Trolle. Ich habe oben gebaut. Ich bin nicht so wie du. Ja, sag das doch. Bei mir am Ruckeln. Ab und zu bist du. Ja, so ein kurzes Zwischendurch mal, ne? Ja. So. Oh, wo bist du? Gegner. Achso, Welle beendet. Dann Great Play, ich mach erstmal oben. So, jetzt habe ich ein Level abbekommen. Sehr schön. Wieso du nicht, das ist ja unfair. Hier der Grundschaden. So, oh, jetzt habe ich auch 100 Mana. Jetzt kann ich Verteidigungstürme auf upgraden. Ich will auch Level up. Aha. Ist ja unfair. Ein Stab. Ja. Tour noch eben schnell. Oh, noch ein Stab. Toll. Haha. Itembox, was habe ich denn hier? Da, bessere Schuhe. Den Rest kann ich alles verkaufen. Oh, Schaden, bam. Oh, da ist noch
Item. Aber generell finde ich es schon ein bisschen lächerlich, dass dieses Spiel ruckelt. Von der Grafikpracht her ist es ja jetzt nicht so der Burner. Das ist ja doof. Die Portal Gun kann man nur als Jägerin benutzen. Haha. Was wollte ich machen? Achso. Und diese Team Fortress Fuzzis kann man auch erst später benutzen mit Level 25. Das wird dann noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Aber eins regt mich auf. Was denn? Und zwar regt mich auf, dass ich kein Level Up bekommen habe. Ja. Also ich bin ready. Ja, das kannst du erst sein, wenn du hier oben auf den Kristall klickst. So. Nächste Runde. Ich hoffe, das allererstes Mal da oben. Ach scheiße, ich habe mir die Items nicht angezogen. Oh, noch ein Item bekommen. Ja. Ich frage mich gerade, wovon kriege ich da Erfahrungspunkte? Vom Töten von Gegnern? Dann müsste ich doch durch die Türme doch auch Erfahrungspunkte kriegen. Schon. Ja. Der Troll kommt nicht aus diesem Violetten raus. Du hast die weit vorne gebaut, Blockaden zu. Ich habe das Ding mal verkauft. Das ist echt am ruckeln. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Sau komisch. Ich hätte gerne reparieren. Ja, Stufe auf. Wirklich. So, Grundschaden. Schneller schießen. Bam. Dann reparieren wir noch das. Und ich repariere noch das. Aufwerten. So. Wie viel Schaden macht das jetzt? 178! Das ist ja gar nichts. Oh, ich habe so wenig Mana da. Werde ich hier oben den. Alter, dieses Ruckeln geht mir echt auf den Geist. Hat doch gestern auch nicht geruckelt. So. Kann ich das jetzt nochmal upgraden? Ich glaube, du kannst einen Turm nur ein einziges Mal upgraden, oder? Ja, danach braucht man 200, glaube ich. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, so weit sind wir noch nicht. So, dann ziehe ich mir gleich noch die Items an, die ich gefunden habe. Und dann können wir mit der letzten Welle loslegen. Oh, die Welle 5 von 5 ist schon rum, oder? Ja, ich weiß es nicht. Was sagt denn der Kristall? Ja, wäre doof, weil ich jetzt gerade sau viel... Um für die Kampfphase bereit zu sein. Nee, der hat hier okay gesagt. So, das war noch. Handschuhe, die zieh ich an. Itembox. Toll. Alles nur schlechter. Stufe 8. Ich verstehe nicht den Sinn. Warum kann ich ein Item verwerfen, wenn ich es auch verkaufen kann? Und dann verkaufe ich es doch gleich, oder? Oder nicht? Ja. Du hast unten Schuh liegen lassen. Keine Ahnung. Das da verkaufen. Ja. Das da. Verkaufen. Echt komisch. Ab und zu habe ich wirklich so 13 FPS. Jetzt habe ich wieder 30. Keine FPS-Einstürze. Das ist einfach nur kurz am Hängen. Oh doch, es geht runter auf 1 und dann geht es wieder hoch. Roll. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Naja, vielleicht liegt es gerade am Spiel irgendwie. Also ich bin eigentlich bereit. Hauptsache Full HD. Achso, ich müsste ihn dann auch drauf drücken. Oh, jetzt kommt da oben zwei Troll raus. So, ich hab gleich beide down.
geh kaputt. So, ich heil mich mal kurz. So. Unten kommt auch ein Troll. Oh, leck. Der steht einen Millimeter in diesem komischen lilanen Ding drin. Ja, die kommt nicht raus. Stab. Oh, das hat knapp. Nein, das hat doch gekriegt. Ey, ich hab grad irgendwie so eine Theorie. Ja, was denn? Hä? Was schießt denn? Oh, 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 oh! LOL! Ist bei dir was durchgekommen, Mann? Natürlich weiß bei dir, nicht. Bei mir ist alles kaputt gegangen. Ja, 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 ja. Stufenaufstieg möglich. So, Level-Sieg. Ah, siehst du, das war nämlich meine Theorie gerade eben. Weil die Türme verschwinden alle. Man könnte aber theoretisch vor Ende der Runde die Türme schnell verkaufen. Theoretisch, oder? Ja. Dann könnte man nämlich dann wieder Mana bekommen. 2 Punkte. Grundschaden und... So. Was ist denn... Ah, nee, okay. Angriffsrate. Jetzt guck ich mir erstmal die Items an, die ich bekommen habe. Itembox. Ah, jetzt kann man sogar mehr einsammeln als 100. Dem Helden geben. Es geht alles direkt Helden in die Bank. Geben, dem Helden geben. Das verkaufe ich. Hier auch. Alles für mich. Nichts für Steffen. Das verkaufe ich. Was alles für dich? Oh, nix, nix. Oh, ich habe noch einen besseren Stab. Ja, ich kann den Stab noch nicht nehmen. Den kann ich erst, dem Helden geben. Bank verkaufen, 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 verkaufen. Also ich habe jetzt genug, um mir, glaube ich, ein Ding zu kaufen, ein Patch zu kaufen. So. Ja, wir gehen mal in die Taverne zuerst. Ja. Was steht denn da? Wie komme ich in die Taverne? Ich kann hier ein nächstes Level drücken und schließe Stats. Ja, warte mal, ich gucke hier gerade nämlich was. Hier steht nämlich, wie viel Kills ich gemacht habe und wie viel die Abwehr. Also ich habe 38 und 186. Okay, dann sind das wir beide, weil ich habe die gleiche Statistik. Die Frage ist nur, von was kriege ich Erfahrungspunkte? Wieso hast du vorhin mehr bekommen als ich? Sagen. Hier unten steht, wertvollster Spieler Steffen, Kills 114. Toll. Und was sind das für Auszeichnungen? Unsterblich, unbesiegbar. Wieso kriegst du auch nicht blaues Zeichen. Michael Kills? Achso, da gibt's noch Wellen hier. Michael Kills. Ich bin grün wahrscheinlich, oder? Und Steffen? Keine Ahnung. Helden? Ah, wenn du unter Helden gehst, ist das nochmal separat. Ah, ja. Aha. 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 Okay. Feinde? Ja, ist nicht so interessant. Türme, Bestenlisten. Ja, 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 ja. Achso, da gibt's noch eine Weltrangliste. Platz 19.797. Dann machen wir den nächsten Level. Was, Platz 19.000? Ich bin auf Platz 88.000. Aber wenn ich auf Bestenliste klicke, steht da 19.798 mit 9.200. Ich habe 6.839. Hä? Egal. Ah ja, wahrscheinlich hat er das gestern ja, mitgespeichert. Warte mal, ich könnte auch hier zurück zum Gasthaus klicken. Dann gucken wir mal, was wir jetzt bei dem Wirt machen können. Oh, da bin ich mal. Was? 148.000 kostet das Tier? Wieso kosten die jetzt mehr? Die ja, gestern das Tier 4.000 gekostet oder so. Und jetzt 223.000. Oh, oh, oh. Toll! Schon voll happy. Ja, ich kauf mit dir, ey. Es ist voll überhaupt keine Kohle dafür. Boah. Vielleicht ist das irgendwie so zufallsbasiert. Die
Kiste, Itemshop, Tiere. Kann ich das scrollen? Nee. Ist ja doof. Schon wieder so ein Leck. Hero Shop of Michael. Achso, das ist, wenn ich selbst was verkaufen will. Itembox? Ja, das gefällt mir jetzt nicht. Aber hier kann man irgendwie nichts upgraden an Waffen. Was ist hier? Verteidigerschmiede? Move to Shop? Aha. Aha. Nee. Wahrscheinlich kannst du das echt nur kaufen. Irgendwie mit echtem Geld oder so. Wenn ich jetzt hier drauf klicke. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Warte nochmal zurück. Ich dachte, gehen wir jetzt mal auf den Zauberstab. Investment. Geld. Investiere in die Schmiede. Nächste Stufe 124. Beladung, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Was mache ich denn jetzt? Investiere in die Schmiede. Wo bist du denn gerade? Ja. Wenn ich I drücke, genau. Dann bin ich im Inventar und dann kann ich auf einen Gegenstand klicken rechts und dann kommt ein neues Fenster. Und da steht unten Investment und nächste Stufe 1 von 11. Investiere in die Schmiede, nächste Stufe 124. Irgendwie, keine Ahnung. Wie mache ich jetzt das Geld rein? Itembox. Puh! Jetzt habe ich das in die IT-Box geschoben. Hm. Also alle gängigen Tasten machen hier nichts. Verwerfen. Keine Ahnung, wie das geht. Jetzt hast du das Item hier. Ah, guck mal. Wenn du verwerfen machst, dann liegt das hier, oder was? Ja, ja, ist doch gut, jetzt weißt du, wie du mir Items geben kannst. Meine. Soll ich die nächste Map starten? Ich nehme mir erstmal. Warum ist das jetzt gesperrt? Ey, dann gehst du auf Entsperren. Achso, dem Helden geben. So. Jetzt geh ich noch zu viert. Schließen. So, jetzt habe ich es automatisch hier. Perfekt. So, wollen wir nicht lieber nochmal einen kleinen Cut machen, gucken, woran es mit dem Laggen liegt, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dieses Ruckler nicht haben. Alles klar. Dann bis gleich, Leute. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Wir konnten leider nicht rausfinden, warum es ab und zu Aussetzern kommt, beziehungsweise zu so massiven Rucklern. Gestern hatten wir also, wie gesagt, diese Probleme nicht gehabt, als wir das mal kurz getestet haben. So, ja. Fangen wir an. Ich mach dann mal die nächste Map. Los. Ja. Joa. Also hier gibt's anscheinend... Was? Ich habe nur vorgelesen, wie die Map heißt. Achso. Hier gibt's jetzt drei Eingänge, also drei Wege, wo es hochgeht. Ich sag mal so, wir bauen am besten irgendwie einen Gang besonders mit Verteidigung zu und den anderen helfen wir selbst aus, ja? Ja. Als allererstes mal hier Mana einsammeln. Da. Dann links, oder? Ja, oder hier rechts. Ist eigentlich vollkommen egal. Dann einigen wir uns auf die Mitte, weil in der Mitte. Nein, nicht die Mitte, weil wir müssen ja. Da schnellstmöglich zum anderen Ding kommen. Entweder rechts oder links. Ja, aber rechts hat der Gegner ja Möglichkeit von zwei Seiten hochzukommen und in der Mitte, ach egal. In der Mitte auch? Ja, egal. So blöd. Okay, warte. Machen wir das am besten so. Nee, warte. Ist da noch eine Kiste irgendwo? Stufe 7 erforderlich. Heiße, ich brauche eine Stufe, um diesen neuen Turm zu bauen. Wieso machst du das da oben? Was scheißegal ist, wo wir es machen. So. Bauen wir hier erstmal zwei Stück hin, ja? Vier! Ja, jede zwei. Ja,
So. So. Du verrückter Junge, ey. Kisten haben wir keine mehr, ne? Nee. Nee, die habe ich schon alle geplündert. Ich nehme dann die Mitte, ja? Ja,